Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor mir liegt das nagelneue Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, also die Variante mit 14,6 Zoll großem Bildschirm. Das ist mal ein Tablet. Wenn ihr meine Reise auf meinem YouTube-Kanal verfolgt habt, dann werdet ihr wissen, ich habe vor gar nicht so langer Zeit mein normales iPad gegen das iPad Pro in 12,9 Zoll ausgetauscht, also ebenfalls der größten Variante eben von Apple. Und ich habe diesen Formfaktor so richtig schätzen und auch lieben gelernt. Ich möchte auf keinen ein kleineres Gerät mehr zurück. Und was soll ich sagen? Dieses Galaxy Tab setzt jetzt nochmal eins richtig oben drauf und das Display ist nochmal deutlich, deutlich größer. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Alltag so schlägt, ob das auf der Couch noch einsetzbar ist oder ob das wirklich ein Gerät hinterher für die Notebook-Tasche inklusive Bookcover, so heißt die externe Tastaturlösung, ist, beziehungsweise dann für den Schreibtisch. All das werde ich natürlich für euch herausfinden. An der Stelle kleiner Disclaimer: Dieses Gerät hier wurde mir von Samsung für ein paar Wochen kostenfrei zur Verfügung gestellt, ist also ein Leihgerät. Ich muss es danach wieder zurückschicken. Ich habe keinerlei inhaltliche Vorgaben bekommen und ich wurde für dieses Video auch nicht bezahlt, damit ihr das aber einmal transparent wisst. So, wir drehen das Gerät mal um und in dem ersten Videoteil möchte ich gerne so ein klassisches Unboxing durchführen, euch so ein bisschen bei meinen ersten Eindrücken mitnehmen, um im zweiten Videoteil dann die Einrichtung mit euch durchzuführen und letztlich wird es dann im dritten Videoteil mein abschließendes Fazit zu diesem Tablet hier geben. Ich bin unfassbar gespannt. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, mit so einem Riesenteil jetzt in der Praxis dann zu arbeiten. Wobei, alleine schon in der Verpackung merkt man, dass es super schlank ist, super dünn ist. Aber man merkt auch durchaus, dass man ein bisschen Gewicht in der Hand hat. Und gerade wenn ich es jetzt so in dem unteren rechten Bereich mit meiner Hand halte, dann ist durch diese Länge, durch dieses 16:10 Format, weil das kommt hier displayseitig zum Einsatz, merkt man natürlich schon, dass es so ein bisschen dazu neigt, in die Richtung wegkippen zu wollen, weil ja, der Hebel ist einfach deutlich länger als in dem iPad-Format, das ja ein bisschen schmaler ist. Ich habe es hier neben mir stehen, wir vergleichen es auch gleich mal kurz miteinander. So, das Tablet erstmal zur Seite in alter Unboxing-Manier. Was haben wir noch mit dabei? Einen S-Pen und der ist natürlich deutlich größer. Ich nehme das Weiße mal weg, dann kann man es besser sehen. Der ist natürlich deutlich größer, als ich das jetzt von meinem S22 Ultra Smartphone kenne, wobei sich die Spitze sehr identisch anfühlt, aber der Stift ist aufgrund der Größe natürlich nochmal ein ganz anderer Formfaktor in der Hand, also das ist sehr angenehm. Da bin ich mal gespannt, wie die Aufnahme dann im Tablet gleich aussieht, weil das ist sehr spannend gelöst. Irgendwie wird es auf der Rückseite, habe ich auf den Fotos gesehen, dann da wohl eingesteckt. Ich sehe schon, weil die Packung sehr dünn ist, ein Netzteil wird auch hier sicherlich eher weniger dabei liegen. Samsung hat sich ja wie sehr viele andere große Hersteller dagegen entschieden, überhaupt noch Netzteile irgendwie mit dazuzulegen. Genauso sieht es aus. Hier ist ein USB Typ C auf USB Typ C Kabel mit dabei und hier ein SIM Eject Tool. Ich habe hier offensichtlich also die Variante mit 5G bekommen. Da gucken wir gleich mal rein. Ich habe leider bei der Versandbestellung überhaupt gar keine Informationen bekommen, welche Speichergröße das jetzt hier ist, beziehungsweise ob 5G oder nicht 5G. Von daher müssen wir uns jetzt gemeinsam überraschen lassen. Dann packen wir den Star des Videos jetzt auch mal gemeinsam aus. Ich rede währenddessen so ein bisschen über die Spezifikationen, beziehungsweise welche Optionen es auch für euch gibt. Die allerkleinste Variante speicherausstattungsmäßig ist 128 GB. Die kommt dann direkt mit 8 GB Arbeitsspeicher und kostet in der Wi-Fi-only, also ohne 5G-Variante, stattliche 1149 Euro. Das ist ein Preis, bei dem muss man erstmal bereit sein, so viel überhaupt für ein Tablet dann letztlich auch auf den Tisch legen zu wollen. Geht dann in eine 256 GB Variante über, die mit 12 GB Arbeitsspeicher kommt. Die kostet 100 Euro mehr, 1249 Euro. Und dann letztlich endet das Ganze bei 512 GB mit 16 GB Arbeitsspeicher und da kostet das Gerät dann 1449 Euro. Das ist also sicherlich was man sich nicht einfach mal so zum Spaß kauft. Da hat man ganz klar einen Anwendungsfall für diesen Formfaktor und all das, was man hier so bekommt. Jetzt drehen wir es mal um und ihr seht jetzt hier schon das mit Fingertouchen übersäte Display. Die habe ich nämlich jetzt schon beim Hochheben einmal drauf gemacht und schaut euch das mal an. Also neben der Spiegelung meiner Traverse und der Kamera über mir, das ist mal ein Display. Hier oben eine kleine Notch und wie man sieht, sind da zwei Kameras drin verbaut. Eine Ultraweitkamera und eine normale Selfie-Kamera, sage ich mal. Auf der Rückseite sollten wir ebenfalls zwei Kameras sehen. Genau, die haben wir hier. Da reden wir aber gleich nochmal im Detail drüber. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Gerät jetzt erst einmal vollständig an. Auch so von der Verarbeitung vom ersten Eindruck. Schaut mal hier unten. Hier ist ein Dock-Connector. Es gibt hier nämlich ein sogenanntes Book-Cover-Keyboard. Und das ist, wenn
wenn ihr mich fragt, für ein Gerät in dieser Größenkategorie dann auch zwingend erforderlich, um damit einfach produktiv arbeiten zu können. Sicherlich kann ich auch eine normale externe Tastatur und Maus koppeln per Bluetooth, aber das habe ich bei meinem iPad schon total schätzen gelernt mit dem Original Apple Magic Keyboard. Und wenn ich mich jetzt privat für dieses Gerät entscheiden würde, würde ich sofort dieses Keyboard mit dazu bestellen. Hier unten sind so zwei Öffnungen. Ich vermute mal, dass die auch für dieses Cover-Keyboard da sind. Das wird sich wahrscheinlich da einhaken. Ich weiß es aber nicht genau. Hier oben haben wir einen Antennenstreifen. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich vermute also tatsächlich hier die 5G-Variante bekommen zu haben. Hier einen Lautsprecher, in der Mitte einen USB-C-Port. Hier sind auch überall noch diese Schutzaufkleber drauf, damit der Rahmen beim Transport nicht verkratzt. Auf der Seite dann der zweite Lautsprecher. Und hier schaut, da ist das SIM-Tool. Ich habe hier sogar die Möglichkeit, wie ich gelesen habe, mit einer Micro-SD-Karte bis zu einem Terabyte den Speicher nochmal zu erweitern. Dann geht es hier oben weiter. Hier ist eine Öffnung. Ich vermute mal, das ist ein Mikrofon. Dann hier oben die Lauter-Leiser-Wippe. Die sitzt ganz feste im Gehäuse drin. Das macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Der An-Ausschalter, auch der sitzt ganz feste im Gehäuse drin. Also da kann man nicht meckern. Und hier oben dann wieder die beiden Lautsprecher und in der Mitte offensichtlich dann ein Mikrofon. Jetzt machen wir auf der Rückseite mal weiter. Hier ist nämlich so ein Balken, der sieht ein bisschen speziell aus. Und ich habe auf den Fotos gesehen, dass da der S-Pen magnetisch dran haftet. So sieht das Ganze dann im angedockten Zustand aus. Der hält auch sehr schön feste magnetisch. Ich wollte ihn jetzt gerade eben bündeln mit dem Kameramodul legen und dann schaut mal, dann springt er sofort auch in seine entsprechende Position, also er arretiert am unteren Ende von diesem schwarzen Streifen hier sauber. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von der Positionierung halten soll, weil wenn ich das Gerät jetzt ablege, ohne den Pen zu brauchen, naja gut, dann habe ich direkt durch den Pen so einen leichten angewinkelten Betriebsmodus, da kann ich vielleicht sogar recht angenehm drauf tippen. Das kippelt nicht mal stark, also das ist vielleicht gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Beim iPad ist er ja am oberen Rand sozusagen dran, also so in dem Style hier. Das hat natürlich den Nachteil, wenn ich das iPad aus der Tasche ziehe, dann fällt der Stift der Apple Pencil oft runter oder bleibt in der Tasche drin liegen. Ich vermute mal, das wird bei der Positionierung mit dem hinteren Bereich, um ehrlich zu sein, nicht anders sein. Das werde ich alles ausprobieren müssen. Aber hier hinten findet er schön seinen Platz. Ich habe jetzt hier gerade auf dem kleinen Sticker gesehen, hier drauf klebt. Ich habe tatsächlich die 256 GB Variante zugeschickt bekommen. Damit sollten wir doch in dem Testzeitraum problemfrei zurechtkommen. Das Gehäuse soll vollständig aus Aluminium bestehen, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Hier unten ist noch ein kleines AKG-Logo eingelasert oder wie auch immer das hier seinen Weg drauf gefunden hat. Ich gehe mal davon aus, dass hier soundseitig dann eben auch mit AKG zusammengearbeitet wurde. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil man würde jetzt mutmaßen, dass in einem Gerät von dieser Größenordnung, hier seht ihr auch diesen kleinen Schutzstreifen überall, dass bei einem Gerät in dieser Größenordnung dann eben auch genug Platz da sein sollte, um hier ordentliche Lautsprecher zu verbauen. Das ist ja bei dem iPad Pro in 12,9 Zoll einer der riesen Mehrwerte neben dem Mini-LED-Display. Das macht richtig, richtig Spaß, darauf auch dann wirklich irgendwie Filme zu schauen und damit zu konsumieren. Da bin ich hier mal gespannt. Und apropos Display, über die Größe habe ich eben schon mal drüber gesprochen. Das ist hier 14,6 Zoll groß. Das Ganze ist ein AMOLED-Display. Auch wenn wir es jetzt nicht einrichten, mache ich es trotzdem mal an, damit wir mal so einen allerersten Eindruck vom Display bekommen. Hier ist also OLED verbaut, das heißt, schwarz ist auch wirklich schwarz. Die schwarzen Bereiche sind Pixel, die komplett ausgeschaltet sind. Das hat den riesen Vorteil, dass es zum einen Strom spart und zum anderen ist das Kontrastverhältnis dann auch sehr, sehr hoch. Da bin ich mal gespannt drauf, wie hell das Panel vor allem auch wird, weil da sagt Apple ja, sie verbauen keine OLED-Panels in den Tablets, weil die Mini-LED-Technologie nochmal sehr viel heller werden kann, gerade auch für HDR-Inhalte. Von daher bin ich hier in der Praxis bei diesem Gerät dann mal umso gespannter. 120 Hertz hat dieses Riesenpanel hier. Ihr seht es wahrscheinlich am Flimmern. Das liegt am Abfilmen der Kamera aufgrund der Framerate. Das dürfte dann sehr, sehr schön flüssig sein. Ja, das sieht man jetzt hier schon, wenn ich hier nur die Sprachen mal durchwische. Ein wunderschönes Panel, das sehe ich jetzt schon. Da freue ich mich wirklich auf die Tests in den nächsten Tagen. Das Ganze hat ein 16:10 Format, ist also deutlich breiter als das iPad. Ich nehme es jetzt hier einfach mal aus der Halterung raus und mache hier
meine Notes mal ganz kurz weg, dass das nicht stört. Hier seht ihr es, ich lege das iPad jetzt mal oben drüber in 12,9 Zoll und der ganze Teil hier steht an der Seite dann noch raus. Und ohne es nachgemessen zu haben, würde ich sagen, ja, das Samsung-Tablet ist definitiv schlanker als das iPad Pro in 12,9 Zoll. Macht haptisch wirklich einen super Eindruck in der Hand. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen reine gemacht auf dem Tisch, dann sprechen wir vielleicht noch mal über zwei, drei andere Aspekte, die ich erwähnenswert finde. Und zwar die Auflösung des Displays, die liegt bei 2960 x 1848 Pixeln. Das ist also nicht ganz 4K. Dennoch habe ich gelesen und auch in diversen anderen YouTube-Videos schon gesehen, dass dieses Display richtig, richtig Spaß machen soll. Der Akku, der hier drin verbaut ist, hat 11.200 mAh und er kann mit 45 Watt laden. Das kenne ich ja schon von den S22 Ultra-Geräten. Ich glaube, ich habe irgendwo auch gelesen, dass der ungefähr in anderthalb Stunden voll sein soll. Das kenne ich ebenfalls von den S22 Geräten, sowohl von dem Plus als auch von dem Ultra. Da bin ich mal gespannt. Und Samsung gibt an, dass der Akku bei WLAN-Internetnutzung 8 Stunden halten soll, bei Videowiedergabe 14 Stunden und bei Musikwiedergabe, also ohne Display an, dann wahrscheinlich 148 Stunden. Da bin ich mal sehr gespannt in der Praxis, weil da habe ich den einen oder anderen schon schreiben bzw. sagen gehört, dass der Akku hier nicht ganz das Gelbe vom Ei sein soll. Dann schauen wir uns noch mal ganz kurz die Kamera an. Hier oben habe ich eben ja schon gezeigt, sind zwei Stück drin. Eine Ultraweitkamera und eine Weitwinkelkamera. Hier wird ebenfalls das von Apple eingeführte Center Stage Feature abgedeckt. Das heißt an der Stelle aber Auto-Zoom. Das heißt, wenn ich mich jetzt bewege von rechts nach links, dann verfolgt mich die Kamera im Grunde per Software. Das scheint hier integriert worden zu sein. Wir haben beide jeweils 12 Megapixel. Die sollen von der Qualität her auch wirklich in Ordnung sein. Und auf der Rückseite habe ich dann die zwei Hauptkameras. Da hat die eine 13 Megapixel und die andere wohl 6 Megapixel. Und damit scheinen jeweils 4K-Aufnahmen auch in 30 Frames in der Sekunde möglich zu sein. Um Dokumente einzuscannen oder im Tagungsraum das Whiteboard abzufotografieren oder Dinge dieser Art, bin ich mehr als sicher, sind die Kameras wahrscheinlich sogar überdimensioniert. Das werde ich in der Praxis alles ausprobieren. Die Positionierung der beiden Selfie-Kameras im Querformat, also auf der langen Seite, ist aus meiner Sicht auch strategisch ein klarer Vorteil. Weil sind wir mal ehrlich, ein Gerät in dieser Größenklasse halte ich wahrscheinlich meistens so quer und dann ist die Kamera nicht durch meine Hände verdeckt, weil das ist beim iPad aus meiner Sicht nicht optimal gelöst. Ich habe ganz oft die Situation, dass ich es eben so halte und dann die Kamera von meinem Handballen verdeckt wird. Das ist dann offensichtlich eher für die vertikale Nutzung optimiert, aber auch das iPad halte ich eigentlich fast immer im Querformat. Von daher finde ich die Anordnung der Kamera, die Samsung hier gewählt hat, schon mal strategisch gut gelöst. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die nächsten Tage und auch Wochen mit diesem Gerät, vor allem auch um so ein bisschen in diese Android Tablet-Welt reinzuschnuppern, weil tatsächlich habe ich mittlerweile einige Android-Smartphones getestet, aber ich hatte noch nie ein Android-Tablet in der Hand. Das heißt, die Frage wird am Ende natürlich auch so ein bisschen sein, wie gut ist die Software dahinter? Also was gibt es im Play Store an Angeboten, um das auf einem Tablet in dieser Leistungsklasse, in dieser Bauform überhaupt verwenden zu können? Weil, apropos Leistungsklasse, hier kommt eine Snapdragon-CPU zum Einsatz. So wie ich gelesen habe, kommt hier der Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz. Das ist in der Theorie ja auch das, was ich im S22, S22 Plus, S22 Ultra habe, aber bei den Smartphones eben nur bei den Geräten, die im Rest der Welt ausgeliefert werden. Die europäischen Modelle, also die, die wir hier beziehen können, die haben eine Exynos-CPU, die offensichtlich von der Leistungsklasse nicht 100% genauso sein soll, wobei ich sagen muss, in meinen Tests mit den beiden Samsung-Smartphones habe ich da keinerlei Leistungseinbußen in irgendeiner Form festgestellt. Beim Tablet wird diese Strategie offensichtlich nicht verfolgt, das heißt, jeder, der so ein Tablet kauft, hat dann immer die Qualcomm Snapdragon CPU verbaut. Auch das werde ich dann mal testen, wie sich das von der Leistungsfähigkeit so schlägt. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Falls das so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut!